Thomas Rüfenacht, am Dienstag hat der SCB gegen Biel den Halbfinaleinzug geschafft. Wie hat die Mannschaft die letzten spielfreien Tage genutzt? Ja, aber jeder ist ein bisschen anders zu. Ein paar nehmen es sehr gemütlich, ein paar machen noch ein bisschen etwas, Körperbewegung aktivieren. Ja, mit der Familie, halt, ein bisschen mit den Kindern, ein bisschen abgeschaltet. Tut sicher gut, die paar mehr Freitage, um ein bisschen Energie zu tanken. Seit gestern Abend ist klar, der Halbfinalgegner heisst Lugano, letztjähriger Playoff-Gegner, jetzt Halbfinalgegner. Deine Gedanken? Boah, also wir hätten jeden genommen, wir müssen, können jeden schlagen und nicht zu viel Gedanken. Einfach, jetzt sind wir einfach auf denen konzentrieren. Wenn es jetzt der Wolfs wäre, wäre es ein anderes Spielsystem. Aber jetzt sind wir einfach das vorbereitet und Dienstag bereit sein. Kann man aus dem letztjährigen Finale etwas mitnehmen für das diesjährige Halbfinale? Ich denke, sie haben so eine Rachementalität, sie wollen etwas beweisen. Wir müssen einfach bereit sein, dass sie mit Energie kommen. Aber das wird jeder Gegner. Und mehr auf unser Spiel eigentlich konzentrieren. Und denke, hier wirklich den Heimvorteil ausnutzen und starke Matches und einfach unseren Job hier erledigen. Und dann holen wir die Serie. Du sprichst es an, der Heimvorteil. Ist das wirklich ein Vorteil? Ja, ich denke schon. Ich glaube, die ganze Saison haben wir nicht so viel da verloren. Also von dem her sicher eine Stärke für uns. Obwohl jetzt im Viertelfinale gegen Biel haben wir ein bisschen Knorz-Match gegen Biel. Aber ich denke, vor unseren Kulissen, vor unseren Fans und noch die spannende Halbfinale, noch können ins Finale, dann kannst du sicher Heimvorteil, ja.